Sanchez. Ballrolle. Kommt vorbei und. Hey yo, moin, sie, meine Fratellos, ich bin's, euer Mosi, und willkommen zu einem neuen Player Review. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid alle topfit. Amigos, heute habe ich für euch die Pass to Glory Karte von Alexis Sanchez. An diejenigen, die sich überlegen, seine Karte zu holen, aber sich nicht sicher sind, ob er die ganzen Coins wert ist oder ob es sich überhaupt lohnt, ihn in seiner Mannschaft einzubauen. Meine Lieben, schaut euch das Video bis zum Ende an und lasst uns es gemeinsam herausfinden. Andiamo! Alexis Sanchez ist 168 cm groß, Workrate sind hoch, hoch, starke Fußerrechte. Außerdem hat er 4 Stände Skill Moves und 3 Stände Weak Foot. Bei den Eigenschaften hat er anfällig für Verletzungen und Flares. Wäre auf jeden Fall nice, wenn man ihm den angeschnittenen Schuss oder wenigstens den Außenrissschuss gegönnt hätte. Ich werde Sanchez mit den Chemistry Still Hawk spielen, weil ich sein Tempo, Schuss und die Physis-Werte so hoch wie möglich hochschrauben möchte. Und dadurch hat er 99 Antritt und 98 Sprintgeschwindigkeit. Und das ist für die Offensive auf jeden Fall sehr gut. Die Schusswerte sehen auch richtig brutal aus. Da hat er 99 Stellungsspiel, 95 Abschluss, 99 Schusskraft und 99 Fernschüsse. Also damit sollte Sanchez ohne Probleme gefühlt jeden Ball reinballern. Die Passwerte von Sanchez sehen auch nice aus. Da hat er 92 kurzer Pass, 89 langer Pass und das mit einer Übersicht von 95. Also mit diesen Werten könnte er sogar locker als ein Mittelstürmer oder als ein ZOM spielen. Bratellos, das nenne ich mal echt geile Dribblingwerte. 99 Beweglichkeit, 99 Balance, 97 Ballkontrolle und 98 Dribbling. Mamma mia, ey. Ich dachte mir sogar am Anfang, soll ich ihn mit dem Marksman spielen, damit seine Dribblingwerte etwas hochgepusht werden. Aber ey, dann fiel mir ein, sein Bodytap ist so unique und Spieler mit diesem Bodytap fühlen sich doch so oder so viel besser an als Spieler mit einem anderen Bodytap. Deswegen nehme ich mal den Hawk und pushe lieber sein Tempo. Aber wenn es sein muss, dann spiele ich ihn sogar am Ende mit dem Marksman und sage euch am Ende des Videos, welches Chemistry Cell am besten für Sanchez geeignet ist. Durch den Hawk sieht seine Physis viel besser aus und mit seiner Ausdauer sollte es kein Problem sein, eine komplette Partie durchzuspielen. Im ersten Spiel werden wir in einer 4-2-3-1 spielen und Alexis Sanchez wird den rechten Mittelfeld übernehmen. Let's go! Hakimi schickt den Ball zu Alexis Sanchez und er kommt durch, weil der Gegner zu weit stand mit Roussillon. Alexis Sanchez und der Pass zu Duan Zapata und was für ein einfacher Tap-In. Leute, der ist echt schnell gesprintet, ne? Natürlich hat er auch die freie Bahn gehabt. Aber wenn der ein einfacher Assist. 1-0. Nicolo Barella. Jetzt der lange Ball zu Sanchez. Wow, was für ein schöner Laufweg von ihm. Und der Pass für Zapata. Ey, das war ein bisschen hektisch von mir. Aber wir haben wieder den Ball. Eriksen. Sanchez. Der Pass zu Duvan Zapata. Aber wurde leider abgeblockt. Schade. Und Hakimi. Der lange Ball zu Sanchez. Und er kommt vorbei. Alexis Sanchez. Sanchez. Und der Pass für Zapata, Schuss. Wow, Freunde. Alexis Sanchez macht auf jeden Fall echt Radau auf den rechten Mittelfeldbahn. Nicht schlecht. Eckball zu Sanchez und... Oh mein Gott, Amigos. Fast ein Kopfballtor von Alexis Sanchez. Lara, Latte, Hakimi. Nicolò Barella und Sanchez. Der bietet sich echt gut an. Schöner hoher Ball für Sanchez. Sanchez, Ballrolle, kommt vorbei und Amigos, was für ein schönes Dribbling, wie schön ist er vorbeigekommen an die ganzen Spieler und dann der eiskalte Treffer von Alexis Sanchez, Nicolò Barella, jetzt der Ball für Sanchez, Sanchez, schade. Ah, Foul für uns, okay, den Freistoß darf Alexis Sanchez schießen. Alexis Sanchez. Er hat ihn einfach reingeballert, Digga. Er ballert ihn einfach rein. Boah. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass er reingegangen ist, Digga. Und der lange Ball zu Sanchez. Wow, was für ein schöner Laufweg. Alexis Sanchez, komm. Sanchez. Macht einen Hattrick. Schuss. Digga, was für ein schöner Laufweg, was für ein geiles Dribbling und dann der geile Schuss, Digga. Er hat sich auf jeden Fall seinen Hattrick verdient, Mann. Schöne Leistung. In der zweiten Partie wird Alexis Sanchez als Stürmer spielen. Let's go. Okay, Amigos, nächster Freistoß mit Alexis Sanchez und... Oh mein Gott, Amigos, wie hat er sich noch reingedreht, Mann? Was für ein Tor, Mann! Digga,
El-Cherawi. Der lange Ball zu Sanchez. Wow, was für ein schöner Laufweg von ihm. Alexis Sanchez kommt durch. Nächste Ballrolle. Fernschuss. Guter Versuch. Okay, Eckball zu Sanchez. Und? Oh, Pfosten. Nein, ey, Loris. Mann. Aber guter Versuch. Eriksen, jetzt der lange Ball zu Sanchez. Alexis Sanchez. Ballrolle. Vines Shot. Boom. Was für ein strammer Schuss in den Winkelquader. Alexis Sanchez. Eriksen. Jetzt der lange Ball zu Sanchez. Alexis Sanchez. Wow. Hat sich durchgesetzt. Und jetzt der Schuss. Wow. Was für ein schönes Tor, Mann. Digga. Gut, dass er sich vorhin durchgesetzt hat. Das lag natürlich an seiner Physis, die durch den Hoch verbessert worden ist. Danach habt ihr gesehen, was passiert ist. Sehr schön. Und Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Kommt vorbei. Alexis. Und Schuss mit dem Weak Foot. Schade. Rodrigo de Paul. Jetzt der lange Ball zu Sanchez. Was für ein schöner Pass, aber... Ey, was für ein dummer Fehler vom Gegner. Was für ein dummer Fehler vom Gegner, Digga. Erstmal kam er raus, ich dachte, ich werde ihn verkacken, aber wahrscheinlich hat er den Dreiecktaste weggedrückt oder keine Ahnung. Wahrscheinlich hat ihn sogar FIFA Hops genommen. Das traue ich sogar dieses Spiel zu. Aber egal. Alessandrini schnappt sich den Ball und der Ball für Alexis Sanchez. Sanchez. Jo. Natürlich, von da muss er den reinballern. Und fünftes Tor von Alexis Sanchez. In der letzten Partie spielen wir Alexis Sanchez auf der ZOM-Position und das mit dem Marksman. Let's go! Kurze Ecke zu Alexis Sanchez. Alexis Sanchez hat immer noch den Ball. Alexis, jetzt der Ball für El-Cherawi. Oh mein Gott, was machst du da, Digga? Ey, ganze Mühe von Alexis umsonst, Digga. Und Alexis. Alexis, Schuss. Schön, Mann. Sehr schön, Mann. Das war der Ausgleich. Und jetzt der Doppelpass. Komm, Rabona. Ah, schade. Hat den Außenrissschuss gemacht. Aber ich meine, der zweite Ausgleich von Alexis. Alexis Sanchez. Jetzt der lange Ball zu Muriel. Sehr schön. Er kommt vorbei. Muriel. Ballrolle. Und. Was für ein Tor von Luis Muriel. Sehr schön an Joe Hart vorbeigekommen. Und macht ihn eiskalt rein. Bastoni. Und der lange Ball zu Rodrigo de Paul. Er bekommt ihn. Jetzt der Umut Pass zu Sanchez. Sanchez. Schuss mit dem Weak Foot. Ah, Mann. Er war schwach. Eriksen schickt den Ball zu Alexis. Komm vorbei, Schuss. Oh Mann, 4-4. Kurz und knackig, die Leistung von Alexis Sanchez in-game war auf jeden Fall sehr gut. Überall, wo ich ihn eingesetzt habe, hat er mich echt überzeugt. Aber am besten fand ich ihn auf dem rechten Mittelfeld oder als Stürmer. Mit dem Hawk war Alexis Sanchez echt schnell unterwegs und er konnte echt leicht die gegnerischen Spieler überlaufen und hat sogar die meisten Laufduelle für sich entschieden. Die Schüsse von Alexis Sanchez kommen echt brutal aufs Tor. Sei es der Powershot, der angeschnittene Schuss oder seine Freistöße. Ihr habt ja selber gesehen, was für geile Tore wir mit Alexis Sanchez geschossen haben. Einziges Minuspunkt wäre seine Schüsse mit den drei Sternen Weefoot. Die gingen nicht mal rein, obwohl wir meistens sogar in einer guten Schussposition standen. Die Pässe von Alexis Sanchez kommen zuverlässig an, sei es der kurze oder der lange. Beide kommen sauber und ordentlich an ihren Ziel an. Amigos, zu seinem Dribbling kann ich euch nur eins sagen. Wie der mit dem Ball an seinem Fuß umgeht, ist einfach nicht mehr normal. Wie sauber er die Skillmoves ausführt, vor allem wie er mal an die Gegner vorbeikommt, ist einfach nur Weltklasse. Freunde, kommen wir zu der Frage, welche Chemistry Cell eignet sich am besten bei Alexis Sanchez? Ich würde euch lieber raten, den Hawkbane anzuwenden, weil mit dem Marksman hat man jetzt keinen großen Unterschied bei seinem Dribbling festgestellt. Und das liegt natürlich an seinem Bodytype Unique und die geilen Dribbling-Werte, die er schon so oder so hat.
Deswegen lieber den Hawkbein anwenden und den Push beim Tempo mitnehmen. Die Physis von Alexis Sanchez hat mich echt positiv überrascht. Der ist bei zwei Kämpfen nicht einfach direkt umgekippt, sondern hat sich sogar meistens den Ball zurückerobert und damit konnten wir echt gefährliche Chancen kreieren. Auch seine Sprungkraft hat mich echt verrückt gemacht, wie er mit seiner Körpergröße gefühlt an jeden Ball rankam und danach sogar gefährliche Kopfwelle abgefeuert hat, war einfach nur geil. Und mit seiner Ausdauer kann er auf jeden Fall ohne Probleme eine komplette Partie durchspielen. Also, kommen wir zu der Frage, ist er die Coins wert? Meine Antwort lautet hundertprozentig ja. Falls ihr einen Spieler aus der Serie A für den rechten Flügel sucht, dann ist Alexis Sanchez der richtige Mann für euch. Und das Geile bei ihm ist noch, mit seinen Workrates und die Werten, die er hat, kann man ihn eigentlich überall in der Offensive rotierend einsetzen. Und das für den Preis ist einfach nur ein Schnapper. Also, gönnt ihn euch und baut ihn in eurer Mannschaft ein. Hey Amigos, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, abonniert den Kanal und werdet ein Teil der Familie und somit ein offizieller Fratello. Also vergiss nicht zu supporten, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, euer Mo aka Mosey. Ciao, ciao.